Tavarischi, Tavarischi. Russisch ist es, Sonnabend, die kleine Audiodatei. Ums sowjetische Kino geht es mit Alexander, so wie bei uns in Deutschland auch. Ist Weihnachten die Zeit, in der viele alte Filme im russischen Fernsehen laufen. Einbetten wollen wir das in die Musik einer Kultband aus den 80er Jahren. Kino mit dem unvergessenen Viktor Zoy. Крепко до боли сжатый кулак. Птицы стучится в жилах кровь. Вера да надежда, любовь. Заголосуют тысячи рук. И высок наш флаг. Синее небо до солнца круг. Но на месте да что-то не так. Небо над нами горит звезда. Некому кроме нее нам помочь. Темную, темную, темную. Schwester von der russischen Band Kino, Kult in den 80er Jahren, Stern heißt das. Und es gibt auch einen Fernsehkanal in Russland, der Schwester heißt. Der sendet Militärprogramme und da laufen unglaublich viele russische Filme, eigentlich die ganzen Zweiten Weltkriegsfilme. Es gibt auch so einen Kanal auf Kabelfernsehen, es heißt genauso. Sowjetisches Kino und sie zeigen den ganzen Tag diese sowjetischen Filme. Und schnell zurück in die UdSSR des Jahres 1989. Damals hatten Kino einen Hit: Trolleybus. Мое место слева, и я должен там сесть. Не пойму, почему мне так холодно здесь. Я не знаком с соседом. Ведь мы вместе уж год, и мы тонем. Хотя каждый знает, где брод. И каждый с надеждой глядит в потолок. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который... Седьмая вода, и мы едем. Не знаю, зачем и куда. Мой сосед не может. Хочет уйти, но не может уйти. Он не знает пути. И вот мы гадаем, какой может быть прок. Троллейбусе, который идет на восток. Троллейбусе, который идет на восток. Троллейбусе, который... Мотор заржавел, но мы едем вперед. Мы сидим, не дыша, смотрим туда, где на долю секунды показалась звезда. Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который... Виктор Робертович Цой hieß der charismatische Frontmann dieser Band. Geboren 1962 in Leningrad, starb er bereits 1990 bei einem Autounfall. In den Resten des Autos wurde dann noch eine Kassette gefunden, die für ein Album verwendet wurden. In St. Petersburg steht eine Skulptur, auch ein Denkmal bei der U-Bahn-Station Prospekt Veteranov. 45 hieß das erste Album 1982, daraus hören wir nachher noch einen Track. Lange Zeit blieb die Band Außenseiter
obwohl sie offiziell Schallplatten veröffentlichten. Das sind so ein bisschen die Informationen, die man mit Wikipedia zusammensuchen kann und die sich mit realen Erinnerungen nicht decken. Wirkliche Außenseiter haben selten Platten in sozialistischen Ländern veröffentlicht. Sehr populär wurde er unter der Präsidentschaft von Michail Gorbatschow. Der Durchbruch kam 1987 mit dem politischen Album Blutgruppe. Interessant und eine Ähnlichkeit zu Gerhard Gundermann, Zeuy arbeitete immer weiter in seinem Beruf als Heizer. Am Telefon begrüße ich Alexander aus Rostov am Don. Sei gegrüßt, Alexander. Hallo, Birgit. Heute geht es um Filme. Da würde ich dich erstmal um ein paar einleitende Worte bitten. Eigentlich, die Kommunisten erkannten natürlich sofort das Kino als die wichtigste der Künste für Propaganda an. Und Unterhaltung in der UdSSR war viel weniger als heute und Kino war äußerst beliebt. Überhaupt würde ich sagen, dass sich unter den sowjetischen Filmen mehrere Gruppen recht deutlich ab. Das sind zuerst natürlich Filme über den Krieg, über Partisanen. Viele davon wurden gedreht damals, zum Beispiel Kommunzieher oder Die Kraniche ziehen. Die zweite Gruppe sind Filme über den sozialistischen Realismus. Dort steigen sie entweder den Milchertrag oder verbessern die Produktivität von Werkzeugmaschinen, bildeten junge Menschen in Abendschulen und so weiter. Es sieht sehr naiv aus und ich denke, dass es jetzt nur noch wenige Leute sehen. Und die dritte sind diese klassische sowjetische Komödien, die bis heute beliebt sind. Und besonders die Filme von Gaidai. Diese Filme hat wohl jeder schon einmal, glaube ich, gesehen. Und diese sind die kaukasische Gefangene. Diese sind Filme mit einer so einfachen Handlung. Trotzdem sind sie sehr gut und berühmt hier. Sie haben viele populäre Ausdrücke sogar gebracht. Also Worte, die praktisch in den Sprachgebrauch übergegangen sind. Da müssen wir nennen den Schauspieler Alexander Demjanenko. Der spielte den Schurik. Ja, genau, Schurik. Und sie waren eigentlich vier Demjanenko und er hat auch drei andere Schauspieler, mit denen er filmte in dieser Filme, wie Kaukasische Gefangene. Er ist eigentlich immer noch sehr beliebt, wie auch andere. Leonov, Kurablev, Mironov und Nikulin. Sie sind bereits gestorben, einige von ihnen vor sehr langer Zeit, aber sie bleiben hier immer noch sehr geliebt. Im Kino sahen diesen Film damals fast 80 Millionen Zuschauer. Jetzt meine Frage, läuft dieser Film heute noch im Fernsehen bei euch? Ja, sowjetische Filme werden jetzt ziemlich oft im Fernsehen gezeigt, aber in der Regel nicht zur besten Sendezeit, also am späten Abend meistens. In Kinos sehr selten, nur bei einigen besonderen Veranstaltungen. Und diese Filme von Gaidai sind an Silvester. Da feiert man mit diesen Filmen ins neue Jahr. Leonid Gaidai, ein Regisseur, lebte von 1923 bis 1993. Ich bin dem sowjetischen Film übrigens auch verbunden. 1988 organisierte ich während des Studiums das Festival des sowjetischen Filmes mit in der Studienstadt Gotha. Das war ja schon die Zeit unter Gorbatschow. Ich kann mich erinnern, da lief so ein James Bond-ähnlicher Film, wo man mit Ladas durch Moskau geraucht ist, ein ziemlich schlechter Film damals. Sehr beliebt aber auf dem Gebiet der ehemaligen DDR sind die russischen Märchenfilme. Und ich war recht erfreut, dass jetzt wieder rumgeht, dass der MDR auch in diesem Jahr die Märchenfilme zwischen Weihnachten und Neujahr ausstrahlt. Hast du Erinnerungen an die russischen Märchenfilme? Diese habe ich auch gesehen. Sie sind diese Maruska und etwas über den Soldaten. Ich weiß eigentlich nicht, schauen die Kinder sie jetzt oft oder nicht, aber ich mochte sie sehr gern in meiner Kindheit eigentlich, ja. Sie sehen jetzt nicht modern aus, also vielleicht sehen sie Kinder nicht so gern jetzt, ich weiß nicht. Noch in hartem Schwarz-Weiß aus dem Jahr 1959 ein Film, Ein Menschenschicksal. Ich habe ihn mehrfach im Kino gesehen, den kennst du aber nicht, der ist von Sergej Bondarchuk. Ich habe das nicht gesehen.
Den muss ich dir empfehlen. Also wenn der mal wieder kommt bei euch im Fernsehen, unbedingt schauen. Ein Menschenschicksal von Sergei Bondarchuk. Ich war dem sozialistischen Realismus durchaus in der Filmkunst verbunden und habe zwei russische Lieblingsfilme, die ich noch erwähnen möchte. Und da frage ich dich natürlich auch, ob die bei euch noch bekannt sind. Das eine ist Bahnhof für zwei von 1983, habe ich mehrfach im Kino gesehen. Und der andere, Moskau glaubt den Tränen nicht, von Wladimir Menschow aus dem Jahr 1979-80. Kennst du die? Ja, klar, ich kenne sie beide. Und der erste Film ist eine Drama über Liebe. Es ist eigentlich ein sehr guter Film und dort spielte Gurtschenko, glaube ich, eine berühmte Schauspielerin in Russland. Und der zweite Film ist dieser Moskau glaubt den Tränen nicht. Es ist, glaube ich, ein berühmter Film in der Welt. Er erhielt einen Oscar. Dies ist ein Melodramafilm darüber, wie Provinziale versuchen, sich in Moskau niederzulassen. Sowjetische Filme haben drei Oscar gekriegt und das sind Moskau glaubt den Tränen nicht, Der Susanne, das habe ich nicht gesehen, und Der Krieg und Frieden, etwas von Bondarchuk, glaube ich auch. Es gibt noch einen anderen berühmten Film, das ist Die Kraniche ziehen. Das ist ein Film über den Krieg, aber er zeigt nicht die Front, sondern das Leben hinten. Und es war etwas Neues. Und dieser Film, denke ich auch, ist im Westen berühmt und gewann sogar einen Preis bei den Filmfestspielen von Cannes. Ich habe nicht zu ergänzen, Die Kraniche ziehen. Fast 3 Millionen Menschen sahen diesen Film in der DDR. Und zum Bahnhof für zwei auch noch ergänzend, Ludmilla Gurtschenko. Jetzt meine letzte Frage. Was schaust du dieses Jahr zwischen Weihnachten und Silvester im russischen Fernsehen? Denkst du, es kommen wieder ein paar Filme, die du dir anguckst? Na, vielleicht ja. Ich habe eigentlich seit langer Zeit diese alle Komödien nicht gesehen. Wäre mir auch interessant. Aber meistens schaue ich mir Fernsehserien, weil ich denke, dass Kinematografie ist jetzt im Niedergang. Da hast du recht, das ist bei uns hier eigentlich auch so. Ich gehe auch kaum noch ins Kino. Aber Moskau glaubt den Tränen nicht, habe ich auf DVD. Und jetzt nach unserem Gespräch mal wieder so richtig Lust, ihn nochmal anzuschauen. Ich bedanke mich bei dir. Das war Alexander aus Rostock. Bevor wir noch einen Titel von Kino hören, von Viktor Zoy, von der LP von 1982, ein Kultklassiker. Ein Artikel aus dem Neuen Deutschland, Juli 1990, Eindrücke vom Münchner Filmfest, schonungslose Realistik sowjetischer Filme. Diese machten von sich reden. Abgesehen von der unbestrittenen künstlerischen Qualität der Drehbücher und der schauspielerischen Leistungen, vor allem durch die inhaltliche und thematische Weiterentwicklung samt der damit verbundenen Tendenzwende. Alexander Askoldovs Die Kommissarin wird erwähnt oder Tengiz Abulades Die Reue. Die dauernd aufgegriffene Alltagsthematik wurde von der nun auftretenden jungen Generation geradezu als Leitthema vorgeführt. In schonungsloser Realistik wurden von Olga Narutskaya in Der Mann und die Tochter Probleme des grauen Alltagslebens verarbeitet. Auffallend dabei die deutliche Hinwendung zu sexuell freizügigen und sogar brutalen Szenen, die zwar mit dem früher propagierten Idealbild sowjetischer Moral gründlich aufräumen, andererseits jedoch auch bedenklich sind. 1990 und am 27. Oktober 1989, am Tag, als Egon Krenz dankte, sah sich die deutsch-sowjetische Freundschaft im festen Schulterschluss mit der Sowjetunion. Es beriet das Sekretariat des Präsidiums des Zentralvorstandes. Ich weiß, ich sammelte da noch die Gebühren zusammen. Verrückte Zeit. Heute pflegen wir Freundschaften gebührenfrei. Wir haben nicht mal Telefongebühren dank WhatsApp. Alexander, nächste Woche wieder. Jetzt aber ein Kultklassiker von der Band Kino mit Viktor Zoy. Es wird elektrisch. Слишком поздно лег, сегодня рано встал. Я вчера слишком поздно лег, я почти не спал.
наверное, с утра нужно было пойти к врачу. А теперь электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Там буря холодна и в то же время как-то тепло. Там буре накурено и в то же время как-то свежо. Почему я молчу, почему не кричу, молчу? Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Mensch, Alter Daus, das hätte ich gestern spielen müssen. Ich wünsche Ihnen und allen Musliminnen und Muslimen weltweit einen gesegneten Ramadan. Mit einem Tag Verspätung alles Gute zum Geburtstag unserer Außenministerin Annalena Baerbock. Gestern habe ich mich ja auch ein bisschen über die EU aufgeregt. Gegenstimme aus dem Saal schicken und dann einstimmig abstimmen. Diese schmierige Geschichte hat natürlich auch eine zweite Seite. Viktor Orban. Ausgerechnet Kreml-Sprecher Dmitri Peskow lobt nun, die EU habe mit Beginn von Verhandlungen zur Aufnahme von Ukraine und Moldawien Unterstützung signalisieren wollen, aber solche neuen Mitglieder können die EU faktisch destabilisieren. Zu Ungarn, ein souveränes Land mit eigenen Interessen, im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern verteidigt Ungarn seine Interessen entschlossen, was uns beeindruckt. Moskau meldet erneute Drohnenangriffe auf die Krim. Auch Donetsk wurde erneut beschossen. Frankreichs Präsident Macron bezweifelt einen baldigen EU-Beitritt der Ukraine. Auch Viktor Orban meldet sich erneut zu Wort, eine völlig sinnlose, irrationale und falsche Entscheidung. Putin kündigt den Bau von einer Hochgeschwindigkeitseisenbahn in den neuen Gebieten Russlands an. Allen gestressten ostdeutschen Bahnfahrern sei gesagt, ihr seid damit erstmal nicht gemeint. Das betrifft Saporische, Kherson und den Donbass. In Deutschland gibt 2024 erstmal wieder den Weselski. Drei Geiseln wurden versehentlich von israelischen Soldaten erschossen. Medienberichten zufolge haben in Tel Aviv Tausende für einen Geiseldeal protestiert. Drei in Berlin festgenommene Männer müssen in Untersuchungshaft. Der Generalbundesanwalt verdächtigt sie, im Auftrag der Hamas einen Anschlag vorbereitet zu haben. Der Bundeswehreinsatz in Mali ist zu Ende. Verteidigungsminister Pistorius würdigte den Einsatz als exzellente Leistung. Ich ergänze, Mali wird uns sicher auf ewige Zeiten dankbar sein. Waren das noch Zeiten, als Namibia deutsch war? So einen ähnlichen Eindruck hatte ich gestern. Da gab es Hochkultur in der Elbphilharmonie, Hamburg, Beethoven und Mozart. Zu Musik habe ich einen großen Zugang. Interessant das Publikum und das Gebäude. Zu letzterem, wenn das Albert Speer noch hätte erleben können, zum Publikum. Alte bis mittelalte bis steinalte Weiße. Auf der Fahrt in der U-Bahn dahin überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund. So muss es in unseren Kolonien auch ausgesehen haben. In den Opernhäusern amüsierten sich die Kolonialherren und ihre lassen Damen draußen die Unterdrückten. Ging mir nur so durch den Kopf. Subotta. Sonnabend haben wir. Wir haben ja heute schon Alexander gehört, unseren Kollegen aus Rostov am Don. Ja, der Subotta, der Sonnabend, ist ein wenig russisch hier in der kleinen Audiodatei. Und da kommt jetzt noch ein Russe drauf, nee, besser gesagt zwei. Zunächst kommt erstmal Putin. Der hat ja unlängst neue Botschafter begrüßt. Auch einen neuen Deutschen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert konnten wir eine pragmatische wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland entwickeln. Davon haben beide Länder und der gesamte europäische Kontinent profitiert. Jahrzehntelang hat unser Land Deutschland zuverlässig und reibungslos mit umweltfreundlichem Gas,
Kraftstoff, Öl und anderen energetischen Rohstoffen zu erschwinglichen Preisen versorgt. Diese Zusammenarbeit ist buchstäblich untergraben worden, unter anderem durch Sabotage an den Nord Stream Pipelines. Das derzeitige eingefrorene Verhältnis zu Russland nützt niemandem, vor allem nicht Deutschland. Mit dem Thema Ukraine befasste sich auch die letzte Ausgabe von Anne Will. Nach meinem Empfinden seit vielen Jahren eine der unästhetischsten Talkshows im deutschen Farbfernsehen. Aber wenigstens wurde die Frau gut bezahlt und dürfte nun aus dem Gröbsten raus sein. Es befasste sich Ivan Rodionow von Infrarot Medien. 68 Minuten, 4.100 Euro pro Sendeminute. Macht 287.800 Euro. Die 11 Sekunden Rattenschwanz, der immerhin 725 Euro kostet, kulanzmäßig nicht eingerechnet. Kein schlechtes Geschäft für die Will Media GmbH, die am Sonntag die letzte Folge der wöchentlichen Gesprächssendung Anne Will im Auftrag des NDR produziert hat. Aber Geld beiseite. 280.000 ist Vogelschiss im öffentlich-rechtlichen Finanzsumpf, wo 8,5 Milliarden Gebührengeld jährlich versickern. Bei der Produktion des staatstragendsten aller Polit-Talk-Formate für den besten Sendeplatz zu knausern, wäre lächerlich. Es ist weniger das irre hohe Budget, das hier nicht stimmt. Es ist vielmehr der Inhalt, die Selbstbezeichnung Diskussionssendung. Wenn ich an einen Untertitel für dieses Programm denke, dann passt fünf Leute eine Meinung am besten dazu. Vor allem beim Thema Ukraine-Krieg, dem die halbe Sendezeit gewidmet war. Dem Krieg gegen die Ukraine, wie die Moderatorin und Geschäftsführerin der Will Media GmbH ihn framed, obwohl die Ukraine in 8 Jahre zuvor gegen sich selbst geführt hat. Die Gäste überbieten sich in Plädoyers, wie dringend notwendig es sei, Kiew mit allem Nötigen für die Fortsetzung des Abnutzungskrieges zu ertüchtigen. Am meisten zu Wort kam in der letzten Anne-Will-Sendung Robert Habeck. Der Krieg muss fortgesetzt werden, mit immer mehr Waffen und Kriegsmaterial. Sonst steht Putin morgen am Ärmelkanal. Die Europäer, die Amerikaner und die Europäer, die haben viel für die Ukraine getan. Die auch genug? Naja, wenn man sich den Kriegsverlauf anguckt, kann man sagen, das war nicht genug, um den Durchbruch zu schaffen und dass die Ukraine ihr Territorium wieder zurückholen kann. Das mag aber auch andere Gründe im Frontverlauf geben. Aber die Konklusio oder die Folgerung kann doch eigentlich nur sein, wenn es so kommen könnte, wie Herr Kamani es dargestellt hat, dass wir uns darauf einstellen, mehr zu tun, mehr tun zu müssen, um die Ukraine zu unterstützen. Denn die Analyse damals war ja breit geteilt, dass dieser Krieg auch darüber entscheidet, welche Friedensordnung oder ob überhaupt noch eine Friedensordnung in Europa gilt. Nur die großen Bilder zählen. Dieses Aufwachen, dieses Erschrecken, dass es so nicht weitergehen kann, weil die Wirklichkeit eine andere geworden ist, das kann schon dazu führen, dass man entlang von konkreten Punkten auch europäisch jetzt vorankommt. Das, darauf will ich hinaus. Das wird dann vielleicht bei der Rüstungsindustrie sein, bei der Verteidigung. Vielleicht auch beim Untergang. Das Bestehen darauf, dass eine globale Welt bestimmte Regeln braucht und nicht nur Macht, Interessen und Brutalität. Der Interessenvertreter der Familie Greichen im Bundeswirtschaftsministerium liegt damit nicht unbedingt falsch, aber einseitig. Wie wäre es mit einem Perspektivwechsel, diskussionshalber, wenn wir schon bei der Weltordnung sind? Der Ukraine-Krieg ist eine direkte Konsequenz aus den Verspannungen einer NATO-zentristischen, US-dominierten Weltordnung. Eine Weltordnung, die großen Teilen dieser Welt nicht Ordnung, sondern Zerstörung und Verwüstung gebracht hat. Fragen Sie doch mal Libyer, Iraker, Syrer, Jemeniten, Afghanen, Serben oder Palästinenser, wie toll es sich unter dieser Weltordnung lebt, für die die Ukraine gerade verblutet. Wir haben der Ukraine versprochen, wir gehen nicht von ihrer Seite. Wir heißt in diesem Fall die Bundesregierung, um das Wir gleich aufzulösen. Ja, das ist ein persönliches Commitment und die Sorge, die Sie ausgesprochen haben, kann doch nur bedeuten, dass wir sie jetzt nicht hängen lassen. Das ist ehrlos, wenn wir das jetzt tun würden. Und das heißt eben auch, in beide Richtungen gesprochen, dass wir nicht zu entscheiden haben, wann die Ukraine sagt, wir wollen weiterkämpfen oder wir wollen nicht mehr weiterkämpfen. Das ist ihre Entscheidung.
in beide Richtungen. Das heißt, die Beratung, die diplomatische Beratung, die wir geben können, darf sie nicht bevormunden. Das ist ihre, so bitter das klingt, so schlimm das ist, aber wenn die Ukraine sagt, wir kämpfen weiter, dann kämpfen sie weiter und wir werden sie dabei unterstützen. Gut zu wissen, dass es Habecks persönliche Verpflichtung ist, die Ukraine mit Waffen und Geld zu versorgen. Sonst hätte man hier schon wieder die Staatsräson vermutet. Man soll also glauben, es seien die Ukrainer selbst, die weiter kämpfen wollen, um jeden Preis. Und dann kommt ausgerechnet ein David Arachamir, der vormalige ukrainische Chefunterhändler und ein Mann aus dem engsten Zelensky-Machtkreis, und packt fast beiläufig aus, woran das Friedensabkommen mit Russland im März 2022 gescheitert ist. Als wir aus Istanbul zurückkommen, kommt Boris Johnson nach Kiew und sagt, wir werden überhaupt nichts mit den Russen unterschreiben. Lasst uns einfach kämpfen. Solche Nachrichten passen nicht in das Erzählmuster einer selbstbestimmten Ukraine ein, wie es in der Echokammer bei Anne Will gesponnen wird. Wissen Sie, was ich an Russland liebe oder an Russen? Das Lyrische, der Hang zum schönen Sprichwort. Ivan Rodionow lässt nun seinen Emotionen freien Lauf. Ich unterlege mit dem Volksinstrumentenorchester des Rundfunks und Fernsehens der UdSSR, mit dem russischen Winter. Bei Anne Will hat mich unentwegt der Eindruck beschlichen, als würden fünf Frösche sich über den Reiher unterhalten. Es ist nachvollziehbar, dass der Reiher in den Froschkreisen schlecht beleumdet ist und die Froschperspektive legitim und vertretbar ist. Es fragt sich nur, ob die Froschperspektive allein ausreichend ist, um sich ein umfassendes Reiherbild zu machen. Zum Schluss macht die Moderatorin vorsichtig die Anstalten, es Habeck ungemütlich zu machen, und fragt ihn nach dem Haushaltsloch von 60 Milliarden. Habeck, der mit 21 Minuten mit Abstand den größten Redeanteil hat, erzählt darauf über die Tücken und Gefahren der Welt da draußen, die keine Rücksicht auf die ärgerliche Schuldenbremse nehmen will. Sie ahnen schon, es ist nicht seine Regierung, es sind die widrigen Umstände und die Außenfeinde an allem schuld. Schon wieder. Und so plätschert die letzte Anne-Will-Sendung zum abschließenden Blumenzeremoniell. Aber einen Satz von Habeck nehme ich gern mit. Wir sind umzingelt von der Wirklichkeit. Habeck, der alte Lyriker. Wie unromantisch klingt doch dann meine Verschwörungstheorie Globus. Vorhang auf für Polen. Systemwechsel mit Donald Tusk. Geheimdienstchefs sollen entlassen werden. Der EU-Botschafter der Partei PIS wurde abberufen. Und Außenminister Radoslav Sikorski. Er dankte nach der Nord Stream 2-Explosion den USA via Twitter heute X. Thank you, USA. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Macht Nord Stream 2 auf. Wetter! Im Bergland Frost, Glätte, sonst ruhiges Wetter. Morgen im Norden Nieselregen. So geht es in die letzte Woche vor Weihnachten. Zu Heiligabend kann es in Hochlagen etwas schneien. Danach wird's wieder mild. Macht Alternative Music.